So, hallo und herzlich willkommen zurück bei Forest. Einen wunderschönen guten, eine schöne gute Nacht eigentlich. Ja, wir können immer noch nicht schlafen. Das ist das Problem hier. Aber wir kommen gut voran hier auf jeden Fall. Wir brauchen wieder 52 Baumstämme. So, ich kann ja schon mal den Grill anschmeißen. So. Jetzt lasse ich das... Bah, nicht reinlaufen. Ich setze mich mal hin hier, weil das machen wir viel zu selten. Ah, ist das nicht schön hier. Da drin haben wir auch einen Lurchen Keller. So, heute wird... Der wird ja fleißig weitergebaut. Ich habe mich da nochmal entschieden, die Minecraft-Playlist hier drinnen zu lassen. Für eine Folge. Und ich denke mal, das bekommt vielleicht diese Folge ganz gut fertig. Also ich hoffe es mal. Das Doofe ist aber, wir können noch nicht schlafen gehen. Wir müssen jetzt die ganze Zeit warten, bis wir, naja, überhaupt mal pennen gehen können. Scheiße. Nur weil die letzte Nacht halt ein bisschen doof gelaufen ist in den ganzen Ureinwohnern und... Na, weil wir unterwegs waren, ne? Deswegen hat es da ein bisschen länger gedauert. Achso, ich habe ja noch einen Lurch hier. Dann habe ich noch einen... Ja, tolles Bein im Inventar. Also da ich das Spiel nochmal neu gestartet habe, sind ja die Dinger wieder hier. Dann kann ich die nochmal schnell einsammeln. Also falls ihr Stickmangel habt, einfach Spiel neu starten. Hilft immer. Das ist eine gute Lösung auf jeden Fall. So, ich brauche noch zwei. Dass ich die irgendwo finde hier. Da sind sie schon. Und ich nehme nochmal zwei mit. Einfach so, ne? Okay, die Bambi kriege ich jetzt nicht mehr. Aber wir haben ja noch genügend an Vorrat da. Das ist ja ganz gut. Ja, genau hier, ne? Nachtarbeiten würde ich jetzt, glaube ich, erstmal lassen, weil, ja, man sieht halt nichts. Ach, warte, was ich auch noch machen könnte, das ist mir nämlich auch noch eingefallen, dass ich hier so ein... Ach, so ein Dreh wieder da draußen. Ich denke, das ist halt der Schrein eingeboren oder so, ne? Soll ich vielleicht mal den hier machen? Dass ich dann nicht die ganze Zeit runterkrache oder so. Ich habe nämlich manchmal die Eigenschaften in diesem Spiel, dass ich mal gerne Treppen verfehle. Ja, ne? Also frag mich nicht, wie das passiert, aber es passiert wirklich bei mir. Aber ich schaue jetzt mal noch, ob ich schlafen kann. Und dann gucken wir mal weiter. Ja, ich kann gleich schlafen, sehr gut. So. Warte. Ist gleich soweit. Eine Sekunde, ja. So, wir konnten auch sehr gut schlafen. Das ist ja normal hier in dieser Gegend. Ich werde erstmal noch was fleißig trinken hier. Okay, allzu krass viele Bäume sind jetzt nicht nachgewachsen, aber das ist okay. Die reichen, glaube ich, erstmal. Das sind ja nur 52. Und das wird ja auch nicht die mega teure Hütte hier werden. So. Und ich glaube, nach Eingeborenen brauche ich es erstmal nicht mehr suchen, weil, ne, haben wir schon gesehen. Da brauchen wir uns erstmal keine Sorgen mehr zu machen. Wir sind auf jeden Fall genügend hier auf der Insel. Das ist ganz gut. Finde ich sogar eine Massenüberbevölkerung. Aber ich glaube... Ja, ob wir die alle klein kriegen, ich weiß es nicht. Oh, ich habe mich gewundert, wo die Musik bleibt, ne?
Man hört sie ganz leicht im Hintergrund. Das ist, glaube ich, auch die letzte Folge, die ich heute aufnehme. Dann habe ich auch erstmal genügend. So. Ach, das ist ja die Never-Musik, ne? Stimmt ja. Ich sehe, da hinten ist ein Mutanten oder so. Ich habe schon wieder ein Loch erwischt. Was ist denn hier los? Meine Güte. Ah, ich habe wirklich gedacht, da hinten läuft irgendwie Galoppe hin oder so lang, ne? Ohne Scheiß habe ich gerade wirklich gedacht, jetzt so. Alter. Ach, warte mal, wir haben die Lager jetzt fertig, ne? Ja, ich nehme durch mal ein paar Bäume von da unten. Rein hier. Wer die vierte Staffel geguckt hat bei mir, der weiß, dass ich auf jeden Fall ja, mehrere Lieferungen immer mache. Und dann baue ich die mal erst ein Stück rein. Also sprich, wir können hier drei Lieferungen machen. Und dann rein da. Und das gegen die Nevermusik passt eigentlich gerade gar nicht, aber... Der kommt gleich vielleicht die bessere mal gucken. Mag einer von euch irgendwie die Never-Musik? Was, die findest du eigentlich nur okay? War noch nie so ein wirklicher Fan von der. So. Haben wir das hier ganz schnell zusammengebaut. Weil das geht ja immer schnell. So, Werbung hatten wir noch nicht heute, ne? Nee, zum Glück nicht. Aber Doppelwerbung ist sowieso immer das Schlimmste. Ich hasse es. Das ist genau wie bei YouTube, ne? Es existiert schon seit 2,5 Jahren oder noch länger, glaube ich, aber... Junge, keiner mag die. Also ich frage mich wirklich, was sich YouTube damals gedacht hat, also... Gebraucht statt neu. Hey, das ist Werbung! Das Motto von Jung Heinrich. Der Lösungsanbieter für Intralogistik setzt auf Kreislaufwirtschaft Gott, und macht gebrauchte Stapler wieder fit. Erklärt Tino. Nein, ich mache keine Werbung für die, das kommt halt immer random, ne? Das weiß man ja. Wir können mit Stolz da sagen, dass wir und ich verstehe sowieso gar nicht, was die da mal quatschen. Es ist die unhörbare Werbung. Und welche Vorteile gebrauchte Stapler der Logistikbranche bieten, erfahren Sie im Podcast. Alter, ey. Hast du Lust auf einen fruchtigen Energy Kick? Dann probiere jetzt einen unserer neuen Spirit Drinks. Erlebe den Geschmack von echten Früchten mit natürlichem Bio-Koffein, Matcha und Guarana in 5 exotischen Geschmacksrichtungen. Ich glaube nicht, dass ihr dieses Video jemals sehen werdet. Das glaube ich nicht wirklich. Und außerdem versteht man so fast gar nichts, aber ich warne den Schiegel erst recht nicht. Oh. Oh, geil. Also jetzt kann ich die Lurche jetzt mit Angst erwischen. Muss ich einfach nur ganz schnell drehen. Und ich kann keine Lurchrüstung mehr tragen. Wo komme ich jetzt mal wieder auf? Oh, was ist denn das für eine Musik? Die kenne ich gar nicht. Ein Remix oder was? Ich habe keine Ahnung. Ah, die passt ja richtig gut. So. Ich müsste mal
wirklich mal so eine eigene Forest-Playlist machen. Das ist ja meine Idee. Ich glaube, ich werde mir sogar mal was raussuchen. Und dann schaue ich mal. War eigentlich doch eine gute Idee, muss ich zugeben. Also die Nerv. Die Werbung ist zwar scheiße und unnötig, aber. Kann ich das auch nicht ändern. Na? Alter, das war der finale Schlag. Krass. Ja, unsere Lager können so noch ein bisschen befüllt werden. Das ist ja kein Problem. Mal ganz gerne runter, ob da mal welche rumlaufen, aber ja, bisher ist es noch nicht der Fall. Alter, fängt schon wieder an zu regnen, das hat man schon ein paar Mal gehabt. Also anscheinend haben die unsere Hütte halt immer noch nicht gefunden, das ist ja wirklich interessant. Ob die eine Folge, wenn so viele Ureinwohner hier lang liefen, das ist ja, oder besser gesagt eher da hinten. Das war ja wirklich unglaublich. Aber eigentlich müssen sie ja irgendwann mal vorbeikommen hier. Achso, das haben wir auch noch. So. Ob das ausreicht? Huch. Ich weiß es nicht. Also müsste eigentlich ganz gut vorangehen hier. Ja, komm, weißt du was, trink mal den hier. Dann essen wir mal den. Okay, hallo. Ich gehe mal kurz hier mal was einlagern. Das ist mir. Also wie viel haben wir denn schon hier drinne, sag mal? Alter. Das ganze Zeug muss mal gefressen werden hier. Wir haben hier haufenweise. Na gut, Lochchen nicht, aber. Guck hier. Oh Gott. Nicht, dass der ganze Keller dadurch jetzt einschimmelt hier. Naja, gut. Soll man nicht hoffen. Überlegen wegen einem anderen Aufnahmeprogramm als OBS. Weil OBS hat ja mal meistens mal diese Macken, ne? Das ist das Problem. Also ich werde mal gucken, dass ich mir mal was anderes hole. Ja, aber ich glaube, das ist auch so eine Macke von OBS, dass man immer Frame Drops, glaube ich, bekommt. Ja, wenn ich nicht aufnehme, dann habe ich da gar keine. Nur mal angemerkt. Interessant finde. So. Hoffentlich macht der Regen, dass mein Boden nicht rutschig, dass ich da jetzt ausrutsche. Deswegen gefängt sich mit der Seife, ne? Ja gut, oder sowas ähnliches. Ich glaube, über Seife sollte man keine Witze mehr machen. Das wäre, glaube ich, nicht so eine gute Idee. Aber hier unten eigentlich noch Sticks irgendwie? Ne, ist alles alle. Muss ich wieder besorgen gehen. Für später mal. Schnell. Komm, das machen wir noch die Folge zu Ende hier. Hundertprozentig.
Ja, nur mit der Ausdauer ist ein bisschen schäbig, aber dafür kann ich ja nichts. Ich will immer auf die Seite, ne? Aber die sind ja hier eigentlich, die Baumstämme. So. Ach, schon wieder. Hier, auf der Seite. Will mal nach rechts gehen. Nicht nach links. Da sind die Baumstämme. Ach, was ist das denn? Ja gut, das hat man, glaube ich, nicht wirklich gesehen. So. 16 Baumstämme, da kommt, der kriegt doch noch ganz schnell hin in der Folge. Und jetzt nochmal schnell da hinten welche und dann haben wir es. Ah, ich glaube, noch eine Folge nehme ich aber, glaube ich, heute nicht mehr auf. Das reicht ja, glaube ich, auch. Ja, wenn ich auf die Uhr gucke, ja, reicht es wirklich. Der Typ, der stimmt mir schon wieder viel zu häufig herum, weil der hatte schon wieder keine Energie hier. Ja gut, die Stöcke machen wir auch noch gleich. Dann haben wir das nämlich auch geschafft. So. Ach, ich gucke mal noch, ne? Ob da irgendwie noch welche rumlaufen. Jetzt im Hauptdorf sein, da müsste ich gefühlt alle 3 Sekunden mal irgendwo hingucken. Ne? Aber das ist jetzt hier nicht so unbedingt der Fall. Warum kann ich da nichts reinpacken? Ah, jetzt wieder. Der wollte gerade gar nicht. So. Ja, da kann es mal immer aufhören zu regnen. Es regnet die ganze Zeit schon, ey. Bin ich im Regenwald? Ich bin zwar im Wald, ja, aber nicht im Regenwald. Das ist ein gewisser Unterschied. Also viele Schildkröten habe ich ja nun auch nicht, um die ganzen Bestände da aufzufüllen. Das geht halt leider nun mal nicht. So, und da sind wir 12. Das heißt, ich bräuchte dann noch 4. Ja, die hole ich auch noch gleich. Hä? Hallo? Achso. Ach Gott, schon wieder Werbung. Ein Start in Deutschland mit Computational Business Analytics und erwirbt Kenntnisse in den Bereichen BWL, Mathematik sowie IT. Und arbeitet bla 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 bla. Ja, ist gut. Wobei? Hast du Lust darauf, für Sicherheit und Ordnung zu sorgen? Oder bist du ein wahres Opfer? Wieso soll ich putzen oder was? Gerne das Rückgrat der Gerichte und Staatsanwaltschaft. So, das sind wir nichts mehr. Wahrscheinlich muss es für die putzen oder so. War ich schon von Altersheim getan, das war schon anstrengend genug. Aber empfehle ich diesen Job niemanden, wenn ich ehrlich bin. Da muss man die ganze Scheiße da wegwischen. Sind da welche? Nee. Ich dachte schon, da wären welche. Aber ganz ehrlich, werdet niemand die Reinigungsdienst. Also für einen Nebenjob ist es okay, aber wenn ihr den Abschluss gemacht habt oder so, ey, werdet niemals Reinigungsdienst. Also ich bin ja noch Berufsschüler, ja. Mit 20 Jahren. Ja, ich bin 20 eigentlich. Aber macht lieber was Vernünftiges. Also für den Nebenjob ist okay, oder wenn man halt aus bestimmten Gründen sowas nicht was Krasses machen kann, aber wenn man jetzt einen Abschluss oder sowas hat, ganz ehrlich, dann ist es der falsche Job. Da würden die dich alle auslachen. Ja, ist einfach so. Das
kannst du nicht bringen. Also ich würde sowas auch nicht machen wollen. Also habe ich schon gemacht, ne? Praktikum, aber das war wirklich, sagen wir mal so, es hat mir nicht wirklich viel Spaß gemacht. Man kommt zwar mit den Bewohnern ganz gut in Kontakt, aber es macht keinen Spaß. Ist einfach so. Es gehört zwar mit dazu, das ist klar, aber wenn ihr Abschluss habt, so einen richtig guten Fachabi, Abi-Abschluss, was auch immer, dann ist es total sinnlos, da zu arbeiten. Das, die werden euch alle nur auslachen. Du kriegst nur Rückenschmerzen und so weiter. Das ist, ich kann das niemandem empfehlen. Mach das nicht. So, haben wir auch mal wieder so eine... Oder haben wir mal überhaupt mal eine Story erzählt? Das ist auch noch gar nicht mal so lange her. Das ist eigentlich... lass mal überlegen. Aber ich will schon wieder auf die Seite, ne? Das ist gerade mal, glaube ich, ein halbes Jahr her, glaube ich. Ja, ungefähr. Na krass, wie schnell die Zeit wieder verrennt, ne? Halbes Jahr schon her. Oh, jetzt bin ich mich auf die richtige Seite gegangen. So. Mal kurz Ausschau halten. Nee, das sind noch keine. Ich bräuchte mal so ein Fernglas, ne? Aber warte mal, gab es irgendwie einen Nachfolger in Fernglas? Ich glaube, ich habe das mal gewusst. Ich habe es ja vergessen. Ja, toll. Na ja, gut. Wird man ja sehen. Wenn's draußen ist. Oh, endlich. Cool. So, das heißt, wir können jetzt schon mal die, ja, das Dach machen. Das wird auch mal das der Eisenbahn hier. Ja, das muss ich irgendwie so machen. Deswegen brauchte ich auch, dass ich diese Wand hier, damit ich das irgendwie, na, überhaupt irgendwie machen kann, ne? Warte, das passt mir noch nicht so wirklich. Ja, hör mal auf hier, ey. Ich muss mich gerade ein bisschen, ne, konzentrieren nicht, aber ich muss ein bisschen gucken hier. Machen wir so vielleicht. Dann muss ich ja noch eine zweite Decke machen. Aber wegen der Treppe ist es mal ganz, ganz wichtig auf jeden Fall. So. Multiplayer bauen ist natürlich wie ein Haus, ne? So ein fertiges Haus, aber hier, na, wer mich kennt, der weiß, dass ich fast nur solche selbstgemachten Dinger bastel. Also ab und zu kann es auch nochmal so ein fertiges Ding sein, aber hauptsächlich, naja, stehe ich viel lieber auf diese Dinger. Das passt. Ha. Wie das A so komisch ausspricht, so passt. 52 Baumstämme, das geht ja eigentlich. Dann können wir da oben das Obergeschoss machen. Oh, weißt du, was ich jetzt schon mal mache? Weil das stört mich nämlich schon die ganze Zeit, um ehrlich zu sein. Ich brauche echt mal ein paar Lichter hier. Also erstmal von dem Eingang würde ich gerne welche machen. Ärger, ich habe keine Sticks dafür. Den machen wir auch noch schnell in der Folge. Oh, ich sehe schon gerade, die Folge ist schon ein bisschen überlänger. Ja, die wirklich aufhören. Ach, vielleicht nehme ich doch nochmal eine Folge auf. Komm, ich nehme doch noch eine auf. Bei mir ist auch nochmal umentschieden hier. So, dann speichern wir mal schnell. Ich nehme doch noch eine auf. Ist, glaube ich, besser. Dann kann ich das hier nochmal ein bisschen weitermachen und so. Gut, dann würde ich sagen, bauen wir nächste Folge weiter. Und gucken, was so wieder alle passiert. Wie immer halt, ne? Und...
werden da mal die Bude vielleicht ein bisschen ausleuchten, aber wir brauchen halt auch Ureinwohner dafür, ne? Ja, da müssen wir mal gucken, wie wir die Schädel bekommen. Also das müssen wir auf Streife gehen. Aber das gucken wir mal. So, dann bis zur nächsten Folge, ne? Sag ich mal mit diesem Himmel. Ciao.